Ja, vielen Dank, Herr Hackstätter. Wir freuen uns auch. Ich glaube, da spreche ich auch im Namen von Herrn Dr. Nieber, dass wir heute hier sein dürfen. Ich war schon etwas länger nicht mehr hier in Göttingen, obwohl ich um die Ecke wohne. Deswegen freue ich mich umso mehr und habe vorhin erstmal die Gelegenheit genutzt, nochmal im Juridikum zu gucken, hier auch im ZAG. Und hat sich ja doch auch einiges verändert. Ist nämlich auch schon ein bisschen länger her, seitdem ich hier studiert habe. Ja, vielleicht bevor ich anfange, unser Unternehmen vorzustellen, die B. Braun-Melsungen AG, wie es auch schon hier oben auf der PowerPoint-Folie steht, möchte ich mich erstmal gern persönlich vorstellen. Mein Name ist Christiane Köhler, ich bin 36 Jahre alt mittlerweile. Wenn man hier ist, merkt man erstmal, wie alt man geworden ist. Bin mittlerweile Mutter einer 16 Monate alten Tochter und ja, was mich mit der Uni Göttingen verbindet, der Herr Hackstätter hatte schon angedeutet, ich habe hier Jura studiert und zwar habe ich hier begonnen im Jahr 1995 nach meinem Abitur mit dem Jurastudium und habe das hier im Jahr 2000 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Ja, was mich besonders hier verbindet, sind natürlich einmal die Nikolauspartys hier im ZHG, ich hoffe, die gibt es immer noch. Was mich besonders geprägt hat, das möchte ich hier an dieser Stelle ganz bewusst sagen, ist ein Auslandssemester in Frankreich. Das sage ich bewusst, weil ich heute in einem internationalen Konzern arbeite, wo es relativ wichtig ist, nicht nur eine Sprache zu beherrschen oder mehrere, sondern sich vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus Gedanken zu machen, mal ins Ausland zu gehen, einfach mal zu gucken, wie andere Kulturen ticken. Und ich möchte schon an dieser Stelle die Empfehlung aussprechen, nutzen Sie die Gelegenheit, weil zu keinem Zeitpunkt im Leben ist es einfacher, als im Studium einen solchen Auslandsaufenthalt zu machen, sei es an der Uni oder sei es in einem Praktikum oder wie auch immer. Nutzen Sie das, weil wenn Sie erstmal im Berufsleben stehen, ist es umso schwieriger. Ja, im Jahr 2000 habe ich dann, weil mir das in Frankreich so toll gefallen hat, vor meinem Referendariat, weil das Jurastudium ist ja so ein bisschen zweigeteilt, einmal das Studium und dann das Referendariat schließt sich an, habe ich noch ein sechsmonatiges Praktikum in Australien in einer Anwaltskanzlei absolviert. Auch das eine super tolle Erfahrung. Ja, dann bin ich 2003, habe ich mit meinem Berufsleben gestartet, erst ein paar Jahre als Anwältin gearbeitet. Das muss ich im Nachhinein sagen, hat mir gut gefallen, aber mit dem Blick auf ein Industrieunternehmen, was sich sehr stark um Mitarbeiter kümmert, was tolle Produkte herstellt, bin ich seit 2007 bei der B. Braun-Melsungen AG, meinem heutigen Arbeitgeber, und dort im Personalwesen tätig als Personalreferentin. Bin immer auf der Suche nach gutem, qualifizierten Personal und deswegen sind wir auch heute ein Stück weit hier. Ja, vielleicht an der Stelle, bevor ich unser Unternehmen noch mal ein bisschen näher erläutere, würde ich Ihnen gerne erstmal einen kleinen Film von uns zeigen, damit Sie wissen, wer von Ihnen vielleicht B. Braun noch nicht kennt, einfach mal einen kleinen Eindruck verschaffen und mit einem kleinen Film starten an dieser Stelle. Werte bestimmen unser Leben. Zu jeder Zeit beschäftigen sich Menschen mit Dingen, die wertvoll sind. Oft werden sie es erst durch Wertschätzung oder Anerkennung, durch eine hohe Relevanz im Leben oder Tun von Menschen, Mitarbeitern und Familien. Aber was ist das Wertvollste? Wir von B. Braun glauben, ein Menschenleben. Und deshalb arbeiten bei B. Braun jeden Tag 43.000 Experten in über 50 Ländern auf allen Kontinenten daran, Menschenleben zu schützen. Der beste Schutz des Lebens ist Gesundheit. Die zu verbessern oder zu erhalten, ist das Ziel unserer Kunden und Partner auf der ganzen Welt. Jedes B. Braun-Produkt ist das Ergebnis einer gemeinsamen Motivation. Fortschritt für eine bessere Patientenversorgung. Und das seit über 170 Jahren. 1839 war Julius Wilhelm Braun gerade 31 Jahre alt, als er in Melsungen die Rosenapotheke erwarb. 14.000 Taler investierte er in seinen Plan, diese Apotheke wieder zu einer Einrichtung von Renommee zu machen. Ohne es zu wissen, schuf er dadurch die Keimzelle des heutigen Familienunternehmens B. Braun-Melsungen.
1908 schließlich sollte eine zufällige Bekanntschaft zwischen Bernhard Brauns Sohn Karl und dem Kasseler Chirurgen Dr. Kuhn während einer Zugfahrt zur Grundsteinlegung für den Welterfolg von B. Braun werden. Dr. Kuhn suchte Unterstützung für die industrielle Herstellung sterilen Nahtmaterials aus Kattgut. In Karl Braun fand Dr. Kuhn einen begeisterungsfähigen Verbündeten. Was war das Geheimnis des Erfolges? Es war nicht die Idee allein, sondern vor allem Karl Brauns Pioniergeist, sein unbedingter Wille, das Unmögliche möglich zu machen. Der Mut, sich nicht von Meinungen, sondern von Überzeugungen leiten zu lassen. Und das prägt uns bis heute. Was hat sich seither verändert? Mit mehr als 45.000 Produkten bietet B. Braun seinen Kunden weltweit führende Lösungen für moderne medizinische Versorgung. Und mit jedem Produkt, das unser Haus verlässt, liefern wir auch das Versprechen, Wissen und Kenntnisse für die Gesundheit im Dialog mit unseren Kunden und Partnern zu teilen, wirksam zu nutzen und konsequent auszubauen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Durchschnittlich 22 Mal pro Sekunde ist eine B. Braun-Infusionslösung irgendwo auf der Welt bewährter Bestandteil einer Behandlung. Wir verfügen heute über die fortschrittlichste und gleichzeitig größte Fabrik für Infusionslösungen in Europa. In Melsungen verlassen jährlich 220 Millionen Ecoflak-Behälter die Produktionsstätte live. Unsere Versprechen bei jedem einzelnen Stück: kompromisslose Qualität. Und weil wir halten, was wir versprechen, schenken uns unsere Kunden und Partner seit über 170 Jahren ihr Vertrauen. Vertrauen entgegenzunehmen bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen und bewusst zu handeln. Zuverlässigkeit, Seriosität und Offenheit sind wesentliche Grundlagen von B. Braun. Als Familienunternehmen wollen wir nachhaltig Werte schaffen und unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft gerecht werden. Seit 2004 fördert jedes Tochterunternehmen des B. Braun-Konzerns im Rahmen der Initiative B. Braun for Children ein Kinderprojekt, um die Zukunft der nächsten Generation zu sichern und ihr Leben lebenswerter zu machen. Nachhaltig zu handeln bedeutet für uns, als Bürger der Gesellschaft soziale und kulturelle Verantwortung zu übernehmen. Mit Überzeugung leisten wir wertvolle Unterstützung bei Kunst- und Kulturprojekten und unterstützen Mediziner, Universitäten und Studenten bei ihrem Streben nach Wissen und Leistung. Mit der Escolab Akademie ist bei B. Braun das Teilen und Verbreiten von Wissen zur weltweit anerkannten Institution geworden. Der Erfolg von heute ist keine Garantie für morgen. Nachhaltig zu handeln bedeutet deshalb auch an die Zukunft zu denken. Die wird bei B. Braun von seinen Mitarbeitern gestaltet. Diesen Menschen stets Perspektiven zu bieten und ihren persönlichen Erfolg zu fördern, ist Teil einer starken Unternehmenskultur, die seit jeher die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter mit den Herausforderungen der Zukunft in Einklang bringt. Warum denken wir bei B. Braun mit Freude an die Zukunft? Warum sind wir zutiefst überzeugt davon, auch morgen die Marke B. Braun mit Leben und Erfolg zu füllen? Weil wir im guten Wissen um unsere Tradition bereit sind, das Beste zu geben, um die Geschichte des medizinischen Fortschritts auf der Welt mit unseren Innovationen fortzuschreiben. Und weil wir überzeugt davon sind, dass wir mehr Wissen erlangen können, indem wir es teilen. B. Braun. Sharing Expertise. So, ich hoffe, Sie haben jetzt schon mal einen kleinen ersten Eindruck von unserem Unternehmen bekommen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was für Produkte wir machen, wie wir so ein bisschen organisiert sind, um dann auch relativ zügig so ein bisschen auf Möglichkeiten zu kommen,
wie Sie bei uns einsteigen können, welche Praktika oder Abschlussarbeiten Sie bei uns machen können. Aber zunächst einmal kurz, Sie haben eben unseren Slogan gesehen, B. Braun Sharing Expertise. Das bedeutet im Prinzip, das, was sich auch durch unseren Arbeitsalltag zieht, dass wir einen Wissensaustausch vornehmen untereinander, unter den Kollegen, unter den Mitarbeitern, aber auch mit unseren Kunden, um ständig innovative Produkte herstellen zu können. Wir sind organisiert, das entsprechend so ein bisschen unserer Produktpalette, in 4 Sparten. Einmal die Sparte Hospital Care. Wie der Name schon sagt, beinhaltet das die Entwicklung und Produktion von Artikeln, die sich an das Krankenhaus richten. Also wir verstehen uns als medizinischer Grundversorger für die Infusionstherapie, im Speziellen für das Krankenhaus. Und das macht im Prinzip die Sparte Hospital Care. Die Sparte Esculap ist Versorger von oder produziert und stellt chirurgische Instrumente her und Knieimplantate oder Implantate aller Art bis hin zu chirurgischem Nahtmaterial. Das ist die Sparte Esculap. Der Bereich OPM, Outpatient Market, richtet sich an den Kunden, den niedergelassenen Bereich, also sprich ihren Hausarzt oder ihren Augenarzt oder wie auch immer, und den versorgen wir auch mit unseren Produkten. Und schließlich die Sparte B. Braun Avitum, und dann bin ich damit auch durch, betreibt Dialysezentren weltweit und stellt Dialysegeräte her für die extrakorporale Blutbehandlung. Das so ein bisschen zu unserer Organisation. Hier sehen Sie nochmal eine Auswahl von diversen Produkten, die wir herstellen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal Berührung gemacht. Ich hoffe nicht an dieser Stelle, aber vielleicht waren Sie schon mal im Krankenhaus oder haben beim Arzt eine Infusionslösung, Kochsalzlösung oder was auch immer bekommen. Und das sind so unsere Produkte in einem groben Überblick. Wir sind nicht der Hersteller von Rasierapparaten. Ja, Sie lachen an der Stelle. Wir hatten vorhin, der Herr Hackstedt und ich, darüber gesprochen, dass wir oftmals auch Bewerber im Vorstellungsgespräch haben. Und auf die Frage, was für Produkte stellen wir her, kommt dann die Antwort Rasierapparate. Das ist dann nicht so ganz glücklich. Das vielleicht schon mal ein kleiner Bewerbungstipp. Falls Sie zum Vorstellungsgespräch zeitnah eingeladen werden, informieren Sie sich im Vorfeld über entsprechende Produkte des Unternehmens, wo Sie sich bewerben. Aber das nur als kleine Anmerkung am Rande. Sie haben es im Film schon gehört, wir sind ein sehr stark wachsendes Unternehmen. Zwischenzeitlich haben wir über 44.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern weltweit. Einer der stärksten Standorte oder der stärkste Standort ist nach wie vor der Standort Deutschland, in den B. Braun nach wie vor stark investiert. Also wir gehen nicht dem Trend nach, wie viele andere Unternehmen, alles ins Ausland zu verlagern, sondern die Familie B. Braun, nicht die Familie B. Braun, sondern Familie Braun, dem das Unternehmen B. Braun Melsung AG nach wie vor gehört. Wir sind ja ein Familienunternehmen, investiert nach wie vor in den Standort Deutschland und hält auch sehr stark daran fest. Deswegen expandieren wir auch hier in Deutschland, gerade im Headquarter in Melsung, auch in Bezug auf Mitarbeiterentwicklung relativ stark und suchen da auch in Zukunft weiterhin gutes Personal. Ich habe das hier einfach mal in der Übersicht mal kurz dargestellt, wie sich unsere Mitarbeiterzahlen entwickelt haben in den letzten Jahren. Sie sehen, dass in den letzten 5 Jahren wir mit über 10.000 Mitarbeitern mehr gewachsen sind. Und dieser Trend wird sich hoffentlich auch in der Zukunft fortsetzen. Wir sind da ganz optimistisch. Hier sehen Sie mal kurz die Weltkarte, wo wir überall verteilt sind. Einmal natürlich Europa und Deutschland. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, sehr stark. Aber was natürlich sehr stark im Wachsen auch ist, auch für die Zukunft, ist natürlich die Region Asia-Pacific. Insbesondere haben wir gerade in den letzten Jahren und sind da auch dabei, in Malaysia oder auch in Vietnam Produktionsstätten modernisiert oder auch neu errichtet. Das ist ein Schwerpunkt, wo auch viele Mitarbeiter aus Melsung mal für einen gewissen Zeitraum hingehen oder auch Malaien oder Mitarbeiter aus Vietnam nach Melsung kommen, und natürlich ein anderer Schwerpunkt Richtung USA, aber auch Lateinamerika. Sie sehen das hier auf der Karte.
Ja, jetzt habe ich kurz das Unternehmen vorgestellt und möchte es natürlich nicht versäumen, B. Braun als nochmal nicht nur in Bezug auf die Produkte, sondern auch als Arbeitgeber ein bisschen vorzustellen und was Sie vielleicht für Möglichkeiten haben als Studenten oder auch als Absolventen. Ich weiß nicht, wie hier so die Tendenz ist, ob Sie eher während des Studiums sind oder auch schon in Richtung Ende Ihres Studiums tendieren. Ich versuche das hier mal beides abzubilden. Wir haben natürlich die Möglichkeit, während des Studiums bieten wir Praktika oder auch dann, wenn es in Richtung Ende des Studiums geht, Abschlussarbeiten an. Das ist sowohl für kaufmännische Studierende oder Berufsbilder, sprich BWLer, Juristen, und haben dann natürlich die als großes Unternehmen relativ viele Einsatzmöglichkeiten. Sie sehen das hier auf der PowerPoint-Folie Marketing und Vertrieb. Ein Klassiker unter den BWLern, aber auch Supply Chain und Logistik, Finance and Controlling, Personal und Recht, in dem Bereich arbeite ich, und die Unternehmenskommunikation oder auch IT. Also das sind diverse Möglichkeiten, wo in welchen Abteilungen Sie bei uns Praktika oder auch, wie gesagt, Abschlussarbeiten machen können, und das natürlich international. Also diese Abteilung haben wir nicht nur in Melsungen, sondern auch an anderen Standorten im Ausland. Da sich heute hier der Dr. Nieber mich hier tatkräftig unterstützt als Naturwissenschaftler, möchte ich es natürlich nicht versäumen, genau diese Zielgruppe nochmal anzusprechen, auch für Naturwissenschaftler, sprich Biologen, Physiker, Chemiker, also alle Naturwissenschaftler aller Art, sind bei uns herzlich willkommen und können über Praktikum gerne auch mal bei uns reinschnuppern oder auch über eine Abschlussarbeit. Und Sie haben die Möglichkeit, letztendlich entsprechend eines Produktlebenszykluses unserer Produkte in jeder Abteilung eingesetzt werden. Sprich, wie läuft es bei uns ab? Ein Produkt, wenn wir es neu auf den Markt bringen, muss natürlich erstmal entwickelt werden. Das wäre der Bereich Forschung und Entwicklung. Dann haben wir den Bereich, den der Dr. Nieber heute repräsentiert, natürlich auch Medical Scientific Affairs, wo klinische Studien, wir bewegen uns ja mit den Medizinprodukten in einem sehr streng regulierten Markt. Das heißt, es muss auch über klinische Studien sichergestellt werden, dass unsere Produkte sicher sind. Und dann muss ein solches Produkt natürlich zugelassen werden. Das ist der Bereich Regulatory Affairs, weil wir können unsere Produkte nur dann betreiben, wenn sie auch von einer Behörde zugelassen sind für den Markt. Und schließlich, wenn ein solches Produkt entwickelt und zugelassen ist, muss es natürlich produziert werden. Und da müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass das produzierte Produkt den Qualitätsanforderungen entspricht. Das heißt, auch innerhalb einer Produktion, sprich Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung, haben Sie die Möglichkeit, als Naturwissenschaftler bei uns einfach mal reinzuschnuppern, wenn Sie Lust haben. Wie funktioniert das? Also rein theoretisch hört sich das gut an, aber wie läuft es in der Praxis? Eigentlich relativ einfach. Sie schauen, wenn Sie Interesse haben, entweder bei der Praxisbörse vorbei, wo wir hier vor Ort sind, oder Sie schauen einfach mal bei uns auf der Homepage www.bbraun.de, ohne Punkt und ohne Komma. Und da finden Sie relativ schnell einen globalen Stellenmarkt, auf dem entweder Praktika oder Abschlussarbeiten mit gewissen Themen ausgeschrieben sind. Wenn Sie dort kein geeignetes Thema finden, können Sie einfach über unser Online-Bewerbungstool eine Art Initiativbewerbung uns zukommen lassen, wo Sie einfach mal kurz skizzieren mit Anschreiben, Lebenslauf, was Sie bisher gemacht haben, vielleicht ob Sie schon mal ein Praktikum in einem anderen Unternehmen oder wo auch immer gemacht haben, und skizzieren einfach mal so eine Idee, in welchem Bereich Sie sich vorstellen könnten, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit zu schreiben. Und wenn Ihre Bewerbung für uns von Interesse ist, würden wir Sie einfach mal unverbindlich einladen, vor Ort, können einfach mal bei uns vorbeikommen, und dann muss man sich darüber unterhalten, was für ein Thema ist für Sie interessant, weil Sie müssen ja alles immer noch mit dem Professor auch abstimmen. Und dann kann so ein Praktikum oder eine entsprechende Abschlussarbeit bei uns auch durchgeführt werden. Sie werden dann bei uns in einer Abteilung integriert, haben Kontakt zu Kollegen und haben einfach mal die Gelegenheit, uns ein bisschen näher kennenzulernen. Der zeitliche Vorlauf sollte ungefähr 3 bis 4 Monate sein, damit man auch noch ausreichend Zeit hat, diese Themen abzustimmen, weil, wie gesagt, das muss ja auch noch in Richtung Lehrstuhl und Professor abgestimmt werden, aber 3-4 Monate ist da völlig ausreichend. Also von daher, Sie sind herzlich eingeladen.
Das ist so ein bisschen die Zielgruppe während des Studiums. Wenn Sie schon Richtung Ende des Studiums gehen und so ein bisschen Orientierung suchen, was will ich eigentlich mal nach dem Studium machen, ist so ein bisschen die Frage, entweder Sie wissen das schon relativ konkret, dann können Sie sich natürlich bei uns auf eine konkrete Stelle bewerben, da komme ich gleich nochmal drauf, oder Sie sagen, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich machen soll, in welchem Bereich soll ich eingesetzt werden. Dann bietet B. Braun ein sogenanntes Trainee-Programm an. Das bedeutet, das ist ein befristetes Programm, das läuft in der Regel 18 Monate, kann aber bei Bedarf auch verlängert werden, aber das ist normalerweise ausreichend. Und im Rahmen eines solchen Trainee-Programms werden Sie durch die vorgenannten Abteilungen, die ich eben schon mal angedeutet hatte, werden Sie in 3 Monatszeiträumen eingesetzt, Ihnen wird ein Mentor zugeordnet. Und dann können Sie in diese Abteilung alle mal, ich sag mal, reinschnuppern, wobei reinschnuppern eigentlich ein bisschen wenig ist, sondern Sie werden schon aktiv in Projekten eingebunden, müssen auch wirklich verantwortungsvoll mitarbeiten und laufen nicht nur einfach mit. Und am Ende dieser Laufzeit, in der Regel 3 Monate vor Beendigung dieses Trainee-Programms, setzt man sich dann gemeinsam hin, auch mit einem Kollegen von der Personalabteilung, und man schaut, Mensch, wo hat es Ihnen am besten gefallen, wo haben wir auch Bedarf in der Zukunft, und dann werden Sie nach diesem Trainee-Programm in einer festen Abteilung eingesetzt und haben eine gewisse, hoffentlich bessere Orientierung nach diesem entsprechenden Programm. Dieses Programm ist auch ganz schön, weil dann natürlich auch viele verschiedene Leute aus ganz Deutschland kommen, dann werden auch Netzwerke organisiert, gemeinsame Abende mit den Trainees. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, wo auch andere aus dem Unternehmen nochmal referieren zu ihrem Berufsbild. Und also wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, und auch, obwohl es ein befristeter Vertrag ist, wir investieren relativ viel in den Trainee. Zu dem Trainee-Programm gehört in der Regel auch ein Auslandseinsatz für ein paar Wochen an einem ausländischen Standort. Also auch das gehört dazu. Und hinterher ist das Ziel, dass Sie bei uns übernommen werden in einer festen Abteilung. Ja, das ist so ein bisschen das Trainee-Programm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Absolventen, die genau wissen, wo die Reise hingeht, die konkret sagen, ich will in der Produktion das und das machen. Für die haben wir natürlich unseren Stellenmarkt, wo man einfach mal reinschauen kann, was dort interessant ist. Sie sehen hier, ich habe so einen kleinen Screenshot gemacht, und da sind alle Stellen weltweit ausgeschrieben. Das heißt, Sie könnten sich rein theoretisch, wenn Sie in den USA arbeiten möchten, auch direkt auf eine Stelle in den USA bewerben, aber natürlich auch in Melsungen oder an anderen deutschen Standorten. Falls Sie dort keine geeignete Stelle finden, wo Sie sagen, ach, eigentlich interessiert mich B. Braun, aber da ist aktuell keine Stelle, können Sie sich gerne in unserem Kandidatencenter registrieren. Das ist so eine Art Initiativbewerbung in Anführungszeichen. Und wenn dann in 2-3 Monaten eine geeignete Stelle dort ist, werden wir diesen Kandidatencenter auf geeignete Kandidaten prüfen und uns dann proaktiv mit Ihnen in Verbindung setzen. Das ist so ein bisschen die andere Variante, die ersetzt ein wenig die Initiativbewerbung. Vielleicht haben Sie das Wort schon mal gehört. Ja, was bedeutet es, zu arbeiten und zu leben bei B. Braun? Ich habe das bewusst auch Arbeiten und Leben genannt. Also für mich ganz persönlich muss ich sagen, B. Braun steht für innovative Produkte, für ein internationales Unternehmen, wo Sie einfach die Möglichkeit haben, sich mit Kollegen mit einem anderen kulturellen Hintergrund auszutauschen, sich zu vernetzen. Und für mich persönlich, und wir sind ja, Sie sehen es, ich habe hier dieses Top-Arbeitgeber-Logo mal an die Wand geworfen. Wir sind im Jahr 2009 deutschlandweit als Top-Arbeitgeber Platz Nummer 1 gewählt worden, weil wir sehr innovative Arbeitsstrukturen haben. Das fängt darüber an, dass wir ein Bürokonzept haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Wir haben keine festen Büros, sondern jeder kommt morgen ins Büro, dazu zähle ich auch, hat einen Trolley, hat ein Mobiltelefon und sucht sich dann in der Abteilung einen Arbeitsplatz, und ich weiß im Prinzip nicht, wo ich, wenn ich morgen an die Arbeit fahre, wo ich morgen arbeiten werde. Also es gibt keine klassischen Büros mehr, auch keine Großraumbüros, in manchen Abteilungen gibt es das noch, das ist auch nicht 100% durchgesetzt, aber gerade so im Verwaltungsbereich, aber auch mittlerweile im Entwicklungsbereich,
haben die Mitarbeiter keine festen Arbeitsplätze mehr. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Laptops überall von überall zu arbeiten. Ich als Mutter darf auch von zu Hause aus arbeiten. Also so viel Flexibilität räumt mir mein Arbeitgeber auch ein. Und von daher muss ich sagen, dass persönlich B. Braun sehr viel für seine Mitarbeiter tut und wir das hoffentlich als Mitarbeiter auch zurückgeben. Ja, das war im Prinzip, jetzt bin ich im Prinzip am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen unser Unternehmen ein bisschen näher bringen, stehe natürlich am Ende, nachdem der Herr Dr. Nieber jetzt noch ein bisschen was über seine Arbeit erzählt, noch gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. So, bin ich gut zu verstehen? Ausgezeichnet. Also, nachdem Ihnen die Frau Köhler jetzt schon die Eckdaten unseres Unternehmens nahegebracht hat, da war's, bin ich jetzt ein lebendes Fallbeispiel für einen Naturwissenschaftler, der in der Industrie eingestiegen ist. Und in den nächsten Minuten werde ich Ihnen jetzt kurz darüber berichten, wie ich, also erstmal mein Werdegang, was habe ich gemacht, was habe ich studiert, wo habe ich promoviert, dann, wie kam ich dazu, in die pharmazeutische Industrie zu gehen? Wie habe ich mich beworben? Wie habe ich den Einstieg erlebt? Und was ist mein Tätigkeitsfeld jetzt? Also mache ich jetzt noch das, was ich an der Uni gemacht habe, oder mache ich ganz andere Sachen? Kurz zu mir. Mein Name ist Frank Nieber. Ich habe hier in Göttingen 2002 angefangen, Biologie zu studieren. Habe ganz normal mein Diplom gemacht. Damals gab es den Master noch nicht. Und dann in der Abteilung Entwicklungsbiochemie im GZMB promoviert. Habe an Fröschen gearbeitet, an den molekularen Mechanismen in der Entwicklung des Nervensystems, also klassische Molekularbiologie. Und für mich war eigentlich schon während meiner Doktorarbeit klar, dass ich nach dem Doktor nicht an der Uni bleiben würde, sondern ich wollte gerne in die Industrie. Folglich habe ich mich dann nach meinem Doktor auch angefangen zu bewerben in verschiedenen Unternehmen, die ich halt kannte. Und ich muss gestehen, B. Braun war in der ersten Runde nicht mit dabei. Da bin ich dann eher durch Zufall drauf gekommen, als ich eine Kommilitonin getroffen habe auf einer Party, die mich fragte, na und, wie stehen die Bewerbungen? Und sie war nach dem Diplom bereits bei B. Braun eingestiegen und ist im Marketing tätig. Und sie erzählte mir halt über ihren Arbeitgeber und das machte mich relativ neugierig, weil ein ungewöhnlicher Fakt war, dass sie mir ausschließlich positive Dinge berichtete. Das hatte ich bisher von noch keinem Angestellten in irgendeiner Firma so gehört. Folglich schaute ich auf die B. Braun-Seite, auf das Arbeitsportal, die Jobs, das Jobportal, und fand dort auch prompt drei Stellen, die auf mein Profil eigentlich passten als Biologe. Und diese Stellen waren im Bereich Marketing, im Bereich Zulassung und eine war im Bereich Medical Scientific Affairs. Und natürlich sagte mir die Stelle Medical Scientific Affairs, sagte mir von meinem Anforderungsprofil Forschung eigentlich am meisten zu, also habe ich mich dort beworben, wurde auch prompt eingeladen dann. Nach dem ersten Gespräch auch zum zweiten und bin dann letztendlich als Scientific Manager angestellt worden. Ich werde Ihnen jetzt kurz in einer Präsentation zeigen, was das Gebiet klinische Entwicklung und Scientific Affairs bedeutet, bevor ich dann weiter darauf eingehe, was jetzt mein Tätigkeitsfeld ist und wie ich das erlebt habe. Also, Medical Scientific Affairs ist Neudeutsch für die gute alte medizinisch-wissenschaftliche Abteilung. Die setzt sich zusammen aus zwei Teilen, einmal klinische Entwicklung, Clinical Development, und einmal Scientific Affairs, was halt im grob umrissen alles, was halt medizinisch-wissenschaftliche Aufgaben, Fragestellungen betrifft, umfasst. Bei uns finden Sie Mediziner, Naturwissenschaftler, Healthcare Professionals, das sind Leute, die lange im Gesundheitssektor gearbeitet haben, seien es Pfleger, seien zum Beispiel ja, Pharmareferenten oder ähnliches, und klinische Monitore. Das Berufsbild des klinischen Monitors ist Ihnen vielleicht geläufig. Das sind Leute, die klinische Studien überprüfen auf ihre Richtigkeit, ob die Regularien eingehalten wurden und so weiter. Das sind alles Ausbildungszweige, die Sie bei uns anfinden können. Die Aufgaben einer medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung setzen sich wie folgt zusammen. Und zwar ganz grundlegend ist die MedWiss-Abteilung oder Scientific Affairs, sind die Ansprechpartner bei allen medizinischen oder wissenschaftlichen Fragestellungen, die im Unternehmen so aufkommen. Das können primär Kundenanfragen sein, das können Fragestellungen aus Entwicklungsprojekten sein oder die Bewertung neuer Produktideen, wo halt dann eine Idee aufgekommen ist und das heißt, wir brauchen jemanden, der uns jetzt sagt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn.
um sowas bewerten zu können, müssen die Mitarbeiter von Scientific Affairs natürlich die aktuelle Entwicklung kennen. Das heißt, sie müssen Trends kennen und erkennen und diese auch bewerten können, weil es gibt in der Fachwelt, gerade in der medizinischen Fachwelt, viele Strömungen, kann man es nennen, die halt ab und zu mal aufpoppen, die dann bewertet werden müssen, ist das was Substanzielles oder ist das eine Eintagsfliege? Und um das zu tun und das zu können, müssen die Kollegen von Scientific Affairs natürlich fit sein in der aktuellen Literatur. Es ist jetzt nicht so, dass sie alle Literatur kennen müssen, sondern jeder hat natürlich sein Fachgebiet, auf das er sich dann einarbeitet, sprich Plasmavolumenersatz oder klinische Ernährung und so weiter und so fort, Infusionspumpen. Das heißt, man hat Experten in den einzelnen Gebieten sitzen, die dann diese Aufgabe wahrnehmen und aktuelle Sachen konstant im Auge behalten. Und natürlich zählt dazu, informiert zu sein, der Besuch von Fachkongressen, um mit den Fachleuten direkt zu reden. Das sind Kongresse halt innerhalb Deutschlands, innerhalb Europa und natürlich auf der ganzen Welt, die regelmäßig besucht werden müssen, um dort auf dem neuesten Stand zu bleiben und das Wissen auch kontinuierlich auszubauen und zu erweitern. Die Aufgaben von Clinical Development der Studienabteilung, Sie können es sich wahrscheinlich fast denken, sind klinische Studien. Bevor ich jetzt gleich dazu komme, was sich genau hinter dem Begriff klinische Studie verbirgt, die Abteilung ist hauptsächlich mit Studienmanagement beschäftigt. Das heißt, es werden Ideen für klinische Studien generiert. Was könnte man gucken? Wo brauchen wir noch Daten, um Sicherheit nachzuweisen? Was brauchen wir für eine Zulassung und so weiter? Oft werden auch Ideen von extern an uns herangetragen, dass Ärzte uns ansprechen und sagen, ich habe mit eurem Produkt eine neue Therapieidee, die könnte man eventuell mal in einer Studie evaluieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und diese Studien werden dann halt von uns, oder diese Ideen werden von uns gereviewt und halt überlegt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, wollen wir das fördern oder nicht. Wenn wir uns entschlossen haben, eine Studie durchzuführen, machen wir die Planung, das heißt, wie wollen wir es machen, wir erstellen einen detaillierten Prüfplan für diese Studie, überwachen dann auch die Durchführung, also wir selber machen keine klinischen Studien, das machen natürlich Prüfärzte, ja, aber wir begleiten die Prüfärzte auf diesem Weg, gucken, dass die Studie die Resultate in der gewünschten Qualität bringt, dass sie hinterher auch zu verwerten sind und steht auch auf der Slide, wir machen die Auswertung, da steckt viel Statistik dahinter. Wenn man einen Effekt messen will, muss der natürlich signifikant sein und auch klinisch relevant, das heißt, Statistiker haben wir auch mit im Boot dann. Am Ende steht immer eine Publikation der Ergebnisse. Das ist bei uns Unternehmenspolitik. Wir wollen unser Wissen teilen. Das heißt, wir machen keine Studien und halten die dann hinterm Berg verschlossen, sondern wir wollen unsere Daten publizieren. Und das wird auch mit unseren Studien regelmäßig so gemacht. Und wir sind natürlich jetzt primär auf Studien in Menschen ausgerichtet, machen natürlich aber auch präklinische Entwicklung, komme ich gleich noch zu. Tierstudien, In-vitro-Versuche und Ähnliches, die von uns geplant und teilweise durchgeführt werden. Ich habe Ihnen jetzt hier eine Slide mitgebracht, die ist auf den ersten Blick etwas verwirrend, aber ich werde jetzt anhand dieser Slide einmal mit Ihnen durchgehen, wie denn so ein Entwicklungszyklus eines Produktes aussieht. Sei es jetzt eine Infusionslösung, sei es eine Kanüle oder eine neue Pumpe, die gebaut wird. Die muss natürlich erstmal entworfen werden, getestet werden für ihre Sicherheit, dann zugelassen werden und vermarktet werden. Das ist so der ganz gängige Weg. Und unsere Abteilung liefert in diesem ganzen Prozess, dieser ganzen Bandbreite, liefern wir medizinisch-wissenschaftliche Expertise. Das heißt, ganz am Anfang, wenn die Produktidee entstanden ist, sitzen hier Wissenschaftler, die sich mit dieser Produktidee auseinandersetzen und bewerten, macht es Sinn, macht es nicht Sinn. Kurz zur Orientierung, ich habe hier die verschiedenen Arbeitsblöcke aufgeführt und alles das, was grün ist, wird von unserer Abteilung abgedeckt. Die grauen Sachen liegen bei anderen Abteilungen. Das heißt, für die Produktforschung, Produktentwicklung haben wir eine eigene Abteilung. Dort finden Sie natürlich auch größtenteils Naturwissenschaftler und Mediziner sitzen. Ist denn eine Idee einmal halbwegs ausgereift und attraktiv für uns weiter zu verfolgen, geht es in die pharmazeutische Produktentwicklung. Das ist natürlich dann für Medizinprodukte ähnlich eine Produktentwicklung, aber wir sprechen hier von Pharmazeutika. Und in der Produktentwicklung wird geguckt, wie können wir die neue Arznei, wie können wir die formulieren, wie verpacken wir die am besten, wie können wir, ja, also generell, wie kann ich dieses Arzneimittel herstellen im großen Maßstab und eine optimale Qualität gewährleisten. Das ist auch eine eigene Abteilung. Das sind größtenteils Chemiker, die dort arbeiten, aber auch Biologen, Physiker und andere Fachrichtungen, die sie dort antreffen. Hier kommen wir dann ins Spiel. Wenn das Produkt fertig entwickelt ist und wir haben
eine Testlösung vorliegen, von der wir sagen, jawohl, wir könnten uns vorstellen, dass das das finale Produkt wird, kommt man in die präklinische Phase. Das heißt, bevor irgendein Mensch dieses Produkt bekommt, wird in vorgeschriebenen In-vitro-Tests erstmal an Bakterien getestet. Haben wir vielleicht mutagene Wirkung oder ähnliches? Also alle Faktoren für die Sicherheit werden nacheinander ausgeschlossen. Danach geht man in Kleintiere, dann in größere Tiere. Das heißt, man macht dann den Bogen über Nager, über Hunde und dann, um erste Informationen über die Pharmakokinetik oder die Pharmakodynamik eines Wirkstoffes zu erfahren und auch der neuen Formulierung zu erfahren. Natürlich steht immer im Vordergrund hier, man muss ausschließen, dass das Produkt eventuell gefährlich wäre für den späteren Patienten. Wenn diese Tests alle erfolgreich abgeschlossen sind, geht man in die klinische Phase 1. Die klinische Phase 1 oder auch First in Human ist die Phase, in der wir an gesunden Freiwilligen dieses Medikament, das neue Medikament ausprobieren. Das sieht dann so aus, es ist meistens eine kleine Anzahl an Freiwilligen, die für klinische Studien gesucht werden, die melden sich dann und die bekommen eine einmalige Dosis verabreicht und es wird geschaut, gibt es Nebenwirkungen, wie ist die Kinetik des Produkts. Also es geht einfach darum, ein Proof of Concept, dass das Ganze so, wie wir uns das gedacht haben, funktioniert. Wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, geht es in die Phase 2, auch wieder ein kleineres Studiendesign. Hier ist die Erstanwendung bei Patienten. Das heißt, wir nehmen uns dann tatsächlich Kranke, wir haben in den anderen Phasen gezeigt, das Produkt ist sicher und nun geht es darum zu zeigen, dass es auch wirksam ist, weil natürlich bringt es einem nichts, wenn man ein Produkt entwickelt und es alles prima sicher ist, aber nicht besser oder gar schlechter als das Vorgängerprodukt ist, das es wahrscheinlich schon gibt dazu. Das heißt, in dieser Phase wird entschieden oder wird evaluiert, wirkt das auch, was wir entwickelt haben. Sie sehen an der Zeitleiste, dass wir bis hier, bis dieser Phase anfängt, schon 4 Jahre der Produktentwicklung rum haben. Die Kosten, die hier entstehen, sind relativ gering. Wenn man diese Phase, die Studienphase mit großen Patientenpopulationen, also wenn man diese Phase eintritt, dann entstehen große Kosten. Das heißt, die Qualitätssicherung auf diesem Prozess ist enorm wichtig, dass man halt dann ausschließt, dass man eventuell 4, 5 Jahre oder sogar länger und enorme Summen an Geld in ein Produkt investiert und dann später feststellt, es wirkt überhaupt nicht. Wenn diese Phase 2 in Patienten, die auch zur Dosisfindung dient, erfolgreich abgeschlossen wurde, hat man das Produkt, hat die Sicherheit und hat eine möglich nützliche therapeutische Dosis und Anwendung. Dann geht man in Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien, Phase 3. Das sind die großen klinischen Studien, die für eine Zulassung eines Produkts gebraucht werden. Diese Studien haben hohe Patientenzahlen und es wird systematisch danach gesucht, gibt es Nebenwirkungen. Gibt es eventuelle Sachen, die uns in den anderen Studien noch durch die Lappen gegangen sind? Wie ist der Erfolg der Therapie auf die gegebene Indikation? Verbessert sich das Krankheitsbild zum Beispiel? Und diese Studien brauchen lange, kosten sehr viel Geld, sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben für eine Zulassung eines Produktes. Wenn diese Studien abgeschlossen sind, hat man sehr viel Daten generiert. Und diese Daten werden dann von den Kollegen der Zulassungsabteilung, Regulatory Affairs, gesammelt und bei der Behörde eingereicht zur Zulassung des Produktes. Das ist ein Prozess, der dauert auch etwas, also mindestens ein Jahr kann man rechnen dafür. Und Sie können sich vorstellen, die Dokumentation, die man einreichen muss, ist sehr umfangreich, um auch tatsächlich jeden Aspekt der Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn man dann hier nach über 10 Jahren die Zulassung für das Produkt bekommt, dann kann man es in den Markt bringen, verkaufen und Patienten werden damit behandelt. Was nach der Zulassung folgt an Studien, sind die sogenannten Phase 4 Studien. Das sind Produktbeobachtungen, in denen natürlich dann im Langzeiterfahrung zu dem Produkt gesammelt werden. Die Studien gehen über einen Zeitraum von wenigen Jahren im Vorfeld. Und wenn man jetzt sagt, okay, ist das Produkt denn auch nach einer Anwendung von 10 oder 15 Jahren sicher? Das sind Langzeitstudien, die nach der Zulassung durchgeführt werden und zur Sicherheit des Patienten dienen und natürlich auch zur Vermarktung des Produktes. Das heißt, hier sitzen dann wir mit drin im Boot und später im Lifecycle des Produkts auch die Kollegen vom Marketing. Sie finden übrigens auch im Marketing nicht nur BWLer und Juristen, sondern auch viele Naturwissenschaftler, die dort die notwendige Expertise zur Verfügung stellen. Also auch eine Option. Okay, da Sie nun ungefähr wissen, wie dieser Produktzyklus abläuft, würde ich Ihnen jetzt gerne erzählen, wie ich halt eingestiegen bin. Das heißt, bei mir war es natürlich so, die Unsicherheit am Ende des Studiums war bei mir zumindest relativ groß. Okay, ich bin Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie. Das ist ein Aufgabenbereich, da ich mich ja auch auf eine feste Stelle beworben hatte und kein Trainee-Programm.
Das ist ein Aufgabenbereich, der natürlich im Studium nicht abgedeckt war. Das war für mich natürlich erstmal ein Sprung ins kalte Wasser, denn natürlich, das Handwerkszeug bringt man mit, das heißt biologische, chemische Grundkenntnisse, aber medizinische Indikation oder ähnliches, da hatte ich ganz rudimentäre Kenntnisse, nur geschweige denn von komplexerer Statistik, die zur Auswertung von Studien gebraucht wird, oder aber den regulatorischen Verhältnissen, sprich der Gesetzgebung zu Studien. Das sind alles Dinge, die waren für die Stelle oder sind für die Stelle, die ich jetzt besetze, notwendig. Und das sind natürlich Sachen, die nach und nach an mich herangetragen wurden. Das heißt, man wird nicht ins kalte Wasser geschmissen, sondern man fängt mit kleinen Aufgabenblöcken an, hat natürlich entsprechende Lehrgänge und Ausbildung und baut sich sein Wissen so langsam auf. In der Abteilung, also Medical Scientific Affairs, ist es so, dass man natürlich immer erfahrene Leute hat, die einem zur Seite stehen und einem bei den Fragestellungen unterstützen, sodass man sich das Wissen nach und nach aneignet. Das heißt, Sie müssen nicht befürchten, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, um Himmels Willen, ich habe die Stelle XY, das habe ich ja noch nie gemacht, da weiß ich ja gar nichts von. Das wird Ihnen alles beigebracht, das ist nicht dramatisch. Ja. Natürlich müssen Sie wach bleiben, am Ball bleiben und lernbereit sein, ja, wenn Sie sich bewerben oder eine Stelle antreten in der Industrie. Es ist nicht so, dass Sie an der Uni den Bleistift fallen lassen und dann nie wieder ein Wort lernen müssen. Im Gegenteil, ich kann Ihnen sagen, es fängt dann gerade erst an. Ja, weil dann kommen nämlich noch viele Sachen, die Sie vorher so nie bedacht hatten. Für mich als Scientific Manager, so nennt sich meine Berufsposition, dass mein Aufgabengebiet umfasst primär die Planung und Durchführung von Studien. Das heißt, den Study Coordinator, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, unter dem Bereich Clinical Development. Das heißt, für mich gilt Studienideen, bewerten, macht das Sinn für mich? Ja, dazu gehört natürlich viel Studium der Literatur. Das heißt, was gibt es dazu? Was wurden schon für Studien gemacht? Brauchen wir eine neue Studie? Welchen Erkenntnisgewinn würden wir haben? So wie die Planung eines großen Experimentes. Und natürlich dann das Entwerfen des Designs, das Erfüllen der regulatorischen Anforderungen an diese Studie und so weiter. Und das nimmt einen Großteil meiner Tätigkeit ein. Natürlich ist es so, dass die Abteilung nicht nur Clinical Development ist, sondern Medical Scientific Affairs. Das heißt, ich bearbeite auch viele medizinische und wissenschaftliche Fragestellungen, die an mich herangetragen werden. Sei es jetzt in Projekten, wo halt in einem Entwicklungsprojekt gesagt wird, Mensch, wir brauchen mal jemanden, der bewertet die Kinetik von diesem Produkt oder ähnlichem, den Metabolismus, gerade jetzt für Biologen interessant. Was macht das Produkt denn im Körper überhaupt? Wie können wir damit rechnen, dass es ausgeschieden oder verstoffwechselt wird oder ähnliches? Das sind diese Punkte, wo halt die naturwissenschaftliche Expertise aus dem Studium greift. Man kommt natürlich auch an Punkte, wo Expertise gefragt ist, die man im Studium halt nicht erwerben konnte. Bei mir ist das der Fall in toxikologischen Fragestellungen gewesen, die bei uns auch über die Abteilung liefen. Wo es bei uns dann bisher so Usus war, diese Fragestellung rauszugeben an externe Toxikologen. Und da war ein Punkt für mich erreicht, wo ich sagte, okay, das kann ich mir anschauen, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen. Und da griff dann die Ausbildung, weil, wie soll ich sagen, da griff dann, jetzt habe ich den Faden verloren, also, der Punkt war, dass ich dort halt nicht weiterkam und dann dementsprechend an meine Vorgesetzten herantrat und sagte, Mensch, es wäre doch schön, da was zu machen. Ende vom Lied ist, dass ich einen Vorschlag machte, ich würde gerne Toxikologie studieren und dann darum bat, dass ich dann für dieses Studium, was ein Fernstudium wäre, mit Blockkursen Urlaub nehmen könnte. Was mir dann angeboten wurde von B. Braun, war im Gegenzug, dass das Studium, dass ich das machen könnte, dass ich freigestellt werden würde für die Zeit und sie sogar die Kosten übernehmen würden, dafür, dass ich dann hinterher im Unternehmen arbeiten würde. Das heißt, Sie können, wenn Sie eine solche Stelle antreten und die Qualifikation nicht erfüllen, natürlich sich weiterbilden im Unternehmen, diese Möglichkeit besteht immer, und dann, um dann hinterher halt neue Aufgabengebiete zu übernehmen, für die Sie sich interessieren. Das ist durchaus möglich. Okay. Andere Sachen, wie zum Beispiel Gesetzgebung, Statistik oder ähnliches, Dinge, die halt nicht abgedeckt werden, dafür gibt es dann halt Experten, die Ihnen zur Verfügung stehen oder halt auch andere Kurse, Fortbildungskurse, wo Ihnen das beigebracht wird. Das heißt, das ist auch kein großer Aufwand. Zum Thema Work-Life-Balance. Also ich weiß nicht, in welchem Stadium Ihres Studiums Sie sich befinden jetzt. Es ist ja meistens so, wenn man im Labor ist, gerade Doktorarbeit, experimentell arbeitet, verbringt man viele Stunden im Labor. Nach meinem Eintritt in die Industrie,
bei B. Braun, war ich überrascht, wie viel Zeit ich hatte. Denn man hat geregelte Arbeitszeiten. Das heißt, es ist tatsächlich so, man fängt halt morgens 7:30 an zu arbeiten, arbeitet dann den Tag vielleicht bis 5:30, 6:00. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nie Überstunden gibt. Natürlich gibt es manchmal brenzlige Phasen, wo man mehr arbeiten muss. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist tatsächlich so, dass es geregelte Arbeitszeiten gibt. Das heißt, die Mythen, die sich verbreiten über unendlich viele Überstunden und keinen Urlaub, die sind schlichtweg nicht wahr, zumindest nicht bei der B. Braun Messung AG. Und zum Berufsklima, es ist für mich, also wie ich es erfahren habe, auch Leute, die halt vielleicht primär gesagt nicht meine Generation waren, sprich wesentlich älter waren als ich, haben überhaupt kein Problem mit Neueinsteigern zu arbeiten. Das heißt, alle sind durch die Bank weg freundlich und teilen bereitwillig dann ihr Wissen mit ihnen. Ja, das heißt, sie müssen sich da überhaupt keine Sorgen machen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein bisschen erzählen, wie mein Einstieg war und wie es sich für mich angefühlt hat, in die Industrie einzusteigen und dort zu arbeiten. Und möchte Ihnen halt auf den Weg noch mitgeben, wenn ich werde oft gefragt, wie war das, wie hast du das denn gemacht, wie bist du dahin gekommen? Der Knackpunkt ist, Sie müssen sich einfach bewerben. Trauen Sie sich, sich zu bewerben. Das Schwierigste ist, sich klar zu werden, was Sie machen wollen. Das heißt, möchte ich im Labor stehen, möchte ich nicht im Labor stehen, möchte ich lieber in Richtung Marketing gehen, bin ich gut im Sachen verkaufen oder möchte ich doch lieber den Kontakt zur Wissenschaft behalten, so ähnlich wie ich das gemacht habe. Wenn Sie sich darüber klar geworden sind und wie das Frau Köhler ausgedrückt hat, Ihren Weg im Auge haben schon, was möchte ich erreichen, dann werden Sie eigentlich jede Position erreichen und ausfüllen können, die Sie sich vornehmen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt hier erstmal meinen Vortrag beenden und denke ich mal die Diskussion eröffnen.